Ich weiß, dass aktuell sehr viele von euch das Haunting-Event spielen und versuchen, unterschiedliche Dinge freizuschalten, die sie dann zukünftig mit in Modern Warfare 3 nehmen wollen. Für viele Spieler ist aktuell noch relativ unklar, was für Gegenstände von MW2 bzw. auch aus Warzone mit in das neue Spiel Modern Warfare 3 übertragen werden können. Genau das schauen wir uns heute hier in diesem Video an, alle unterschiedlichen Dinge wie Baupläne, Skins und Tarnungen. Möchtest du zukünftig nichts mehr rund um Call of Duty verpassen, lass mir auf jeden Fall den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal. Ich bedanke mich für euren regelmäßigen Support auf meinen Videos. Jetzt starten wir erstmal durch. Fangen wir mit den offensichtlichen Gegenständen an, wie unter anderem die Modern Warfare 3 Vorbesteller-Boni. Die werden wir selbstverständlich im vollständigen Spiel erhalten, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in MW2 bzw. Warzone zur Verfügung stehen. Oder auch die Gegenstände, die man quasi mit dem Klick auf die Vorbestellung von MW3 erhalten hat. Auch da gab es den einen oder anderen Skin, den du sofort in Warzone bzw. auch MW2 zur Verfügung hattest, auch die erhältst du selbstverständlich. Weiter geht's dann mit den Twitch-Drops, denn auch die erhältst du natürlich für das Schauen der Beta. Wenn du sie dann anschließend über das Inventar bei Twitch abgeholt hast, stehen auch die dir zukünftig in MW3 zur Verfügung. Beta ist an dieser Stelle schon das richtige Stichwort, denn selbstverständlich beinhaltet auch das die ganzen Belohnungen aus der Beta, also sprich, wenn du nicht nur Twitch geschaut hast und da die Belohnung abgeholt hast, sondern tatsächlich auch selber im Spiel warst, bekommst du natürlich auch die freigeschalteten Gegenstände. Das Ganze ist dann davon abhängig, wie lange und wie viel du gespielt hast. Wenn du beispielsweise bis Level 30 durchgelevelt hast, erhältst du auch diesen roten Operator-Skin, der so aussieht wie ein Crash-Dummy, sowie natürlich die anderen Gegenstände auch. Also es gab den Beta-Blueprint, Ripper oder halt unterschiedliche Embleme sowie Sticker. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, die ganzen Freischaltungen, also sprich die unterschiedlichen Visiere, Aufsätze und alles mögliche, was du sonst so in der Beta freigeschaltet hast, überträgt sich selbstverständlich nicht. Selbsterklärend sollte es dann auch eigentlich sein, dass sich das Level aus der Beta nicht in MW3 überträgt. Kommen wir als nächstes zu den XP-Token und hier haben wir die XP-Token für dein Level, für deine Waffen und auch für den Battle Pass. Diese Token hast du dir hart erarbeitet, entweder im Multiplayer Modern Warfare, in Warzone oder einfach grundsätzlich damit, dass du den Battle Pass vollständig durchgekauft oder durchgelevelt hast. Je nachdem, wie viel du sie eingesetzt hast, hat sich natürlich eine ganze Menge angesammelt. Das Schöne an dieser Stelle ist, die XP-Token werden vollständig mit übernommen. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, aktuell versuchen, möglichst viele von diesen XP-Token noch anzusammeln, im Gegenzug auch selbstverständlich dann versuchen, möglichst wenig einzusetzen, um sie dann entsprechend für die neuen Waffen in Modern Warfare 3 direkt zur Verfügung zu haben. Gerade aktuell ist auch zum Beispiel Doppelt-XP-Wochenende live, nutzt solche Events, wo man wirklich viel mehr Erfahrung sammeln kann, damit spart ihr Token, denn eine Sache ist sicher, wenn Modern Warfare 3 released, wird es auf jeden Fall nicht allzu schnell so ein Doppel-XP-Wochenende geben. Zumindest war es in der Vergangenheit immer so, dass damit dann relativ sparsam umgegangen wurde, einfach weil man halt wollte, dass die Spieler möglichst lange und möglichst viel am Spiel gebunden sind. Warum sollte man dann direkt zur Veröffentlichung eines neuen Spiels das Leveln der Waffen einfacher machen? Die XP-Token sind in meinen Augen mit das Wichtigste, das überhaupt in MW3 rübergenommen wird. Aktuell ist noch fraglich, ob das Ganze direkt zum Release von Modern Warfare 3 uns zur Verfügung stehen wird oder erst mit der Integration von Warzone, die bekanntermaßen erst im Dezember starten wird. Deshalb könnte es im schlimmsten Fall so laufen, dass wir erst mit der Zusammenführung von Warzone Zugriff auf diese XP-Token erhalten. Bis dahin müsste man natürlich ein paar Wochen überbrücken vom Release her, sprich dem 10. November bis zum Dezember, um Zugriff auf die einzelnen XP-Token zu erhalten. Ich gehe aber mal vom Besten aus und hoffe einfach, dass wir die direkt zum Datum der Veröffentlichung haben. Genau wie die XP-Token werden dann auch noch die COD-Punkte mit übertragen. Selbstverständlich in allen Teilen von COD gab es die CP als Shop-Währung und auch die werden wir zukünftig in MW3 haben, in Verbindung mit verschiedenen Cosmetics, sprich Bündel und Skins, die wir uns kaufen können. Eine Sache, die sich in Bezug auf die COD-Punkte nicht übertragen wird, ist das Ganze plattformübergreifend. Also sprich, du spielst auf dem PC und bist dann auf der PlayStation, werden die CP-Punkte nicht übertragen. Kommen wir jetzt zum offiziellen Battle Pass und ich meine nicht die Inhalte aus dem Battle Pass, sprich die einzelnen Sticker, Calling Cards und Skins, sondern der Battle Pass an sich. Das Ganze kurz in einem Beispiel erklärt. Sagen wir mal, du hast in der Season 6 nicht so viel Zeit gehabt zu spielen und hast grundsätzlich erstmal 10% abgeschlossen. Plötzlich steht Modern Warfare 3 vor der Tür, du kaufst das Spiel und spielst von da an nur noch MW3.
der Battle Pass aus der Season 6 überträgt sich dann zu MW3. Also du musst nicht nochmal zu MW2 zurück bzw. zu Warzone, um den Battle Pass erstmal voll zu machen und im Anschluss dann MW3 zu spielen, sondern mit der Veröffentlichung von MW3 wird dein Fortschritt ganz normal im Battle Pass der Season 6 weitergezählt. Das Ganze funktioniert nur mit der Season 6, also sprich, wenn die Season 1 von MW3 startet, ist das Ganze vermutlich nicht mehr möglich. Dann aber ist es sowieso so, dass Modern Warfare 3 das Hauptspiel ist in Verbindung mit Warzone und der neuen Karte, die alle zusammen integriert wurden. Kommen wir jetzt zu den Waffen. In Summe haben wir hier circa 80 Waffen in Warzone bzw. MW2, die wir auch alle genauso in Modern Warfare 3 verwenden können. Und genau das ist dieses neue Carry-Forward-System. Egal, ob du sie in der Vergangenheit freigeschaltet hattest oder nicht, du wirst sie in MW3 zur Verfügung haben. Wenn du sie nicht freigeschaltet hattest, also sprich damals gar kein MW2 oder Warzone zu diesem Zeitpunkt gespielt hast, wirst du eine Herausforderung in MW3 haben, die du erledigen musst, um dann die entsprechende Waffe aus MW2 freizuschalten. Neben den einzelnen Waffen haben wir dann noch die unterschiedlichen Blaupausen. Auch die übertragen sich in MW3. Egal ob gekauft oder freigeschaltet, zukünftig wirst du diese ebenso spielen können. Wenn alles richtig funktioniert, sollte es sogar so sein, dass deine gespeicherten Zusammensetzung von Aufsätzen, also sprich deine festen Waffen, die du dir selber hinterlegt hast, ebenso zur Verfügung stehen werden. Machen wir weiter mit den Tarnungen und auch die Tarnungen werden zukünftig in MW3 zur Verfügung stehen. Das Ganze ein bisschen limitiert, aber da komme ich gleich nochmal zu, in dem Part, wo ich über Dinge spreche, die nicht vollständig in MW3 übernommen werden. Aber grundsätzlich können wir sagen, du wirst die Tarnung, die du freigespielt hast, egal ob es Mastery Camos sind oder irgendwelche Event-Tarnungen, alle mit in MW3 zur Verfügung haben. Als nächstes haben wir dann noch die Soldaten und egal ob es selbst freigespielte Soldaten sind, welche die du im Shop gekauft hast oder über den Battle Pass erspielt hast, du übernimmst alle und schaltest sie auch automatisch in MW3 frei. Irgendwelche Soldaten nachträglich aus MW2 nochmal freizuschalten, funktioniert dann nicht mehr. Beispielsweise haben wir zum Beispiel den Nicki Minaj Skin als Event Skin gehabt. Du hast dich zur damaligen Zeit einfach nicht für Nicki Minaj interessiert oder fandest den Operator-Skin gar nicht so schön. Zukünftig wirst du in MW3 nie wieder die Chance haben, nachträglich diesen Skin zu erwerben. Und zu guter Letzt bei den Dingen, die sich vollständig übertragen lassen, gehört natürlich auch die Bündel dazu, die Fahrzeugskins, die Calling-Cards, irgendwelche Embleme, Ladebildschirme, Fallschirme und eigentlich alles, was sich unter diesem Menüpunkt anpassen verbirgt. Also keine Sorge, an dieser Stelle wird eigentlich alles übernommen. Kommen wir zu den Dingen, die nicht übertragen werden. Und da habe ich schon mal gerade ganz kurz angedeutet, als allererstes dein Fortschritt, den du in der Beta gemacht hast. Dazu gehört dein Level, deine KD, deine Kills pro Minute und alles drumherum rund um die Stats und Werte. Das bezieht sich natürlich dann auch auf die Waffen, also einzelne Aufsätze, die du freigeschaltet hast, wirst du zukünftig im vollständigen Spiel nicht mehr haben, genauso wie irgendwelche Extras, Perks, Ausrüstungsgegenstände, alles was kein kosmetischer Gegenstand ist, wird zurückgesetzt. Kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt bei den Tarnungen. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, bei den Tarnungen gibt es beim Carry-Forward-System eine kleine Besonderheit. Und diese Besonderheit ist eigentlich gar nicht so gut, beziehungsweise ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen anders gelöst wird. Die Rede bei den Tarnungen ist immer, dass man die Tarnung vollständig in MW3 mit rübernehmen kann. Das ist tatsächlich auch der Fall. Du wirst alle Tarnungen in MW3 zur Auswahl haben, nur kannst du leider die Tarnungen aus MW2 nur auf MW2-Waffen ziehen. Also entsprechend, alles was du in MW2 ausgerüstet hast, kannst du auch nur mit den MW2-Waffen in Verbindung setzen und nicht zum Beispiel die neu freigeschaltete Ghoulie-Tarnung aus dem The Haunting Halloween-Event auf eine neue MW3-Waffe packen. Das wird vermutlich nicht funktionieren, an dieser Stelle wirklich sehr, sehr schade. Dann gibt es außerdem noch ein paar Skins, die nicht übertragen werden, beispielsweise bei Fahrzeugen, die wir in MW3 nicht zur Verfügung haben werden, die es aber in MW2 gibt. Selbstverständlich kannst du dann diese Skins, die wir in MW2 hatten, auf den Fahrzeugen in MW3 nicht nutzen, weil die einfach nicht existieren. Übrigens, das ist natürlich auch anwendbar auf alle anderen Gegenstände, die es in MW3 nicht geben wird. Du kannst natürlich keine Skins aus MW2 auf etwas packen in MW3, was es nicht gibt. Zu guter Letzt habe ich noch das Thema Event-Gegenstände und auch bei Event-Gegenstände von Events, die in MW2 stattgefunden haben und vorbei sind, wirst du nie wieder die Chance haben, das Ganze in MW3 mal freizuschalten. Am Beispiel vom The Haunting Event, das Halloween Event, was aktuell noch läuft, wäre es beispielsweise so, wenn du die Ghoulie-Tarnung mit den Seelen, mit den 1000 Seelen nicht freigeschaltet hast, wirst du sie zukünftig niemals in MW3 nutzen können.
Auch bei den Operatoren gibt es beim Übertragen einige Einschränkungen. Und zwar ist es relativ üblich, dass zu einer neuen Season hin neue Soldaten angekündigt werden. Man hat meistens zwei Soldaten, die im Mittelpunkt stehen, auch sind die irgendwie meistens im Cover mit verarbeitet der neuen Season und stehen uns dann zukünftig ab diesem Zeitpunkt in Warzone und MW2 zur Verfügung. Zum Beispiel wurde in der Warzone bzw. Modern Warfare Season 3 Alejandro als Operator vorgestellt. Hast du zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt, wirst du den Operator in der Basisversion niemals erhalten. Du kannst natürlich Alejandro Skins im Shop kaufen und sie entsprechend einsetzen, aber diese Basisversion, wie gesagt, darauf wirst du nie wieder Zugriff haben. Das war's mit allen Infos rund um das Carry-Forward-System. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne abonnieren, den Daumen nach oben dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.